willkommen zurück zu Advance Wars 2 Black Hole Rising. Es geht weiter mit der Sturmstelle hier im Kriegsgebiet und unser Gegner ist Olaf. Gut, wen nehmen wir denn da? Wir können auch so ein Oldschool-Duell machen, Nell gegen Olaf. Das hätte was, ne? Ich überlege sogar, das zu tun. Ja komm, wir machen das. Nell gegen Olaf. Ich wollte erst Kanban nehmen, aber nee. Nell gegen Olaf. So ein richtiges Oldschool-Duell. Ja, und bei Nell haben wir das noch gar nicht geguckt, ne? Kompetenter von Commander von Orange Star besucht die Militärakademie mit Max und Kit. Liebt eifrige Studenten, hasst vertane Zeit. Manchmal schlägt sie stärker zu als erwartet. Dies erklärt sie gern damit, dass sie unter einen Glücksstern geboren wurde. Und so auch ihre Gabe. Glücksstern verbessert ihre Chance auf einen Angriff mit erhöhter Feuerkraft, der viele Einheiten beschädigt. Sie ist eben ein Glückssternchen. Und dann gibt's noch Glücksfee, verbessert ihre Chance auf einen Angriff mit erhöhter Feuerkraft, der noch mehr Einheiten beschädigt. So ein Glückssternchen, ja, normale Einheiten. Aber das ist wirklich ridiculous. Glücksfee ist einfach krass. Ich kann die Feuerkraft, glaube ich, bis zu 95% damit erhöhen und bei einer bis zu 45%, das ist schon ziemlich enorm. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier wieder einen Turmtransportpanzer fertig. Und lösen das so. Olaf Borg, guck dich an, was der alles hat. Er hat sogar Zugang zu einem Hafen. Und wir haben auch noch nicht mal Zugang zu Flugzeugen. Wir haben einfach gar nichts. Wir sind verloren. Verloren. Wichtig ist, dass man sich diese Fabrik erst holt und nicht diese. Weil hier hat man halt auch den Zugang zu alles. Flugzeuge, Hafen, alles. Machen wir mal einen weiteren Turmtransportpanzer fertig, der sich da um diese Fabrik hier kümmern wird. Dum, dum, dum. Sollen Flak bauen, denn Olaf schickt immer relativ früh einen Battlecopter hier rüber. Das weiß ich noch. Macht er halt immer. Ne, jetzt hat er erst einen Transporter-Eli, aber trotzdem würde ich sagen, dass wir das im übernächsten Zug lieber machen, weil es ist jetzt wichtiger, da oben noch eine Infanterie zu bauen, damit wir da die Städte einnehmen können. Komm, wir bauen noch den letzten Turmtransportpanzer, einfach weil Baumann verlässt kann. Bam, 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 bam. Alright, noch ein Hafen mehr, ey. Seriously, Olaf, dein Ernst? Jetzt will ich mal was wissen. Verdient das Doppelte. Schau, wir sind tougher. Diese Schlacht. Aber ist in Ordnung. Ich kann damit leben. Das ist ja schon mal geschafft. Das war alles mit Sturm gemacht. Tatschi. Hauptsächlich mit Sturm, wenn ich ehrlich bin. Den viel lieber mag als Tatschi. Aber trotzdem. Das ist ja trotzdem nicht so schwer, weil die Computer einfach dumm sind. Das habe ich ja schon oft genug gesagt. Wären die Computer schlau, dann wäre das hier richtig knackig im Kriegsgebiet. Aber so ist es oftmals kein Problem. Drei Trummtransportpanzer, wie es aussieht. Warte mal, ich ziehe den wieder ab. Kann ich den gleich mitnehmen? Oder sogar den. Ah, da ist noch der Battlecopter, ich sag's ja. Der kommt immer. Bauen wir hier einen Flak. Sind wir auch safe gegen die Luftwaffe, die da kommen wird. Und weiter geht's. Sparen Geld für Titanpanzer. Mit der L ist eigentlich auch gut, Infanterie zu spammen. Aber wenn man eben halt diesen Luck-Bonus hat, kann man auch, wenn man mega lucky ist, mit Glücksfedern auch Titanpanzer zerschießen mit Infanterie. Das geht. Unglaublich, aber wahr, es geht. Nell ist ziemlich broken. Einer der besten Charaktere im Spiel. Auch wenn es ein bisschen auf Glück basiert. Trotzdem. Kann man schon mal drauf gamble. Vor allem, wenn man nur mit Infanterie angreift, verliert man ja auch kaum was. Ich meine, wenn man Infanterie verliert, wow. Ist ja kein Drama. Wo ist der Battlecopter? Hä, er zieht sich zurück, okay. Ich lasse es flacke einfach mal hier. Ist gut, den hier zu haben und der. Der geht hier hin, dann kann der den gleich mitnehmen und
Ja, so machen wir das. Ah, nee, den hätte ich hier hin machen sollen. Na, egal. Kleine Fehler. Wobei, ich mache das so und nehme den da jetzt mit. Ja. Was machst du mit dem Battlecopter? Willst du jetzt angreifen oder nicht? Nein, jetzt willst du nicht mehr angreifen, nur weil ich eine Flak gebaut habe, dein schlimmster Altram. Oh, dafür bitte einen Kampfpanzer. Na, oh, ich brauche Kampfpanzer. Typischer Olaf, ey. Aber kein Problem. I don't care. Ich meine das sogar so. Zack, ausladen und bloß den Flughafen nehmen. Sehr gut. Läuft. Und wie es läuft, die Nase läuft. Wie viel Geld der aber pro Runde kriegt, ne? Das ist schon ein bisschen super widerlich, ey. Aber wir kriegen das hin. Ich meine, der hat so wenig da positioniert. Boah, mega. Moment, was will der da eigentlich mit? Wir haben nicht mal ein Flugzeug. Das war eigentlich wasted. Wasted money. Ist doch nicht Colin. Du hast nicht so viel Geld. Colin, dem ist es egal, der hat eh mal genug Kohle. Und hat sie ja in sich auch. Den ziehen wir nach oben, der wird gleich da wieder mitgenommen. Und zack. Und ein weiterer Titanpanzer für Null. Ja, das dauert ewig, bis wir die Infanterie jetzt an der Front kriegen, aber ist egal. Das vielleicht ist auch wichtig, um angreifende Infanterieleute mit Transporte-Heli da abzuwehren. Insofern, dass sie jetzt Flak da sowieso stehen. Damit unser Hauptlager nicht einfach... Was? Er baut ein U-Boot? Mit unser Hauptlager da einfach nicht ausgeliefert ist. Was ist das denn? Einfach ein U-Boot bauen! Oh, ich hab U-Boot! Ich bin Olaf! Der ist wieder so dumm wie im Tutorial von Advanced Wars 1. Was macht der für Decisions? Don't understand this guy! Was macht denn der für einen Scheiß, ey? Seriously. Der ist wieder retarded, ohne Witz. Was ist mit diesem Typen nur los? Olaf. What is love? Olaf. Olaf, don't hurt me! Don't hurt me! No more. What is Olaf? Gefällt mir nicht, dass da ein Jäger ist. Wir brauchen mal einen Flak. Ich wollte jetzt eigentlich für Bomber sparen, aber wenn der Jäger dann rüberkommt, dann brauchen wir ein bisschen Luft. Das ist der Gedanke hinter diesem Flak, was ich gerade gebaut habe. Oh, das Flak kommt zu meinem Flak. Der Jäger kommt zu meinem Flak. Das ist nett. Ich weiß nicht, was er damit bezwecken will, aber das ist halt Olaf. Olaf ist halt Olaf. Ach, Kinders, ey. Wie, dümmer kann man echt nicht mehr spielen, ne, als er gerade. Allerdings ist er hier sehr vorsichtig mit seinem Raketenwerfer. Das finde ich ganz gut. Das lag mal ich jetzt hier, damit er meine Infanterie hier nicht stören kann. Dann werde ich jetzt einen Bomber bauen, egal, ob da jetzt was entgegenkommt oder so. Ja, wir können ja noch einen Flak bauen, dann ist der Fall auch gut gerüstet. Naja, das habe ich mir schon gedacht. Wow, 4 Damage. War schon nicht schlecht. Ja, da kommt der Transport-Heli, den ich erwartet habe. Was ist jetzt mit dem Jäger? LOL, er blockiert hier meine Base. I don't care. Das hier ist eklig. Gut, pirschen wir uns langsam voran. Müssen ihn schnell die Städte hier abnehmen. Ja, was heißt müssen? Müssen wir nicht. Aber ist halt cool, wenn wir das tun. Bam! Das U-Boot, ey, das macht mich echt... Das macht mich fertig. Ist einfach mal ein U-Boot. Ohne Sinn und Verstand, naja.
Ah, scheiße. Verdienen noch zu wenig Geld. Kann keine Bomber spammen. Könnte einen Raketenwerfer bauen. Aber ich mach's nicht. Entscheide mich für einen einfachen kleinen Jagdpanzer. Spar mal Geld. Wie es mir gefällt. Da gibt's einen Schneesturm. Oh, crap. Bomber. Das Flak habe ich gut rausgebaitet, oder? Das wollte ich ja. Oh, scheiße, da oben ist aber echt nichts mehr zu lachen. Aber ich glaube, mit unserem Flak können wir das Flak da oben zerschießen. Wieso sage ich das Flak? Den Bomber mache ich natürlich. Bam! So, ja, ich überlege schon echt fast da noch ein Flak zu bauen, aber nee. Letzten Endes lasse ich es dann doch. Und goodbye, my large. Aber wo ist der Jäger? Hatte der nicht... Ach so, der ist ja da oben. Er wurde ja richtig verkrüppelt. Weiß auch nicht, was er sich bei diesem Jäger gedacht hat, um ehrlich zu sein. Okay. Ich sage, wir setzen mal das und positionieren schon mal hier. Truppentransportpanzer, richtig. Damit die auch gleich wieder verwendet werden können. Sieht gut aus, oder? Sieht richtig gut aus. Und schon wieder ein Bomber. Ich will auch meine Artillerie bauen, dass wir ein bisschen Fernkampf haben. Und diese Infanterie erreicht auch irgendwann langsam mal sicher ihr Ziel. Ach du Scheiße! What is this? Wieso hat er das so schnell voll gekriegt? Eben habe ich noch gesagt, jetzt gibt es gleich einen Schneesturm. Nein, jetzt gibt es schon die Winterwut. Was ist das denn? Das ging mal schnell. Ja, das ist jetzt eklig. Das wollte ich nicht. Das ist richtig schlecht. Richtig schlecht. Alle Einheiten ziemlich destroyed. Useless gemacht. Und unser Vorankommen wird jetzt richtig behindert und geslowt. Wow. Das war ein starker Zug vor ihm. Und natürlich sehr wenig Geld jetzt. Die Einheiten reparieren müssen. Das ist ärgerlich. Da kann man halt nichts machen. Wieso ist denn hier schon wieder ein Missile? Und ein Flak jetzt auch. Come on. Mach's lieber so. Die Bombe ist eh weg. Den konnte ich nicht mehr zurückziehen. Dank des Schneesturms. Seht ihr mal, wie viel dieser Schneesturm auch ausmachen kann, ne? Ist schon nicht schlecht, die Gabe. Kein Bomber für mich. Feels bad, man. Ja, hier ist ganz wichtig, dass wir hier angreifen. Oh, ich komme noch nicht mal so weit. Und kann ihn gleich auch noch unterbrechen, so ist ja nicht. Aber ist auf ihn verloren. Das ist nicht einfach, die Schlacht. Hat schon echt dumme Sachen gemacht, der Olaf. Trotzdem schafft es hier den Comeback-Faktor zu pullen. Und es ist definitiv jetzt ein Comeback. Oh, ich quasi jetzt nichts mehr ab. Können die Gaben machen, aber ganz im Ernst. Bringt doch nicht viel, oder? Doch. Ah, jetzt habe ich nur die normale gemacht. Ist auch okay. Bringt doch was, weil da unten ist ja halt der Raketenwerfer. Den wollen wir zerstören. Oh! Ja, Nell ist nicht broken. Nein, Nell ist nicht broken. Oh! Ich meine, es war Flak, aber trotzdem. Ah, da hatten wir nicht jetzt so viel Glück gehabt. Gucken, wie das jetzt aussieht gegen den Speer. Wow! Ja, ja. That's Nell. Gucken jetzt hier gegen so einen. Ah, nur ein Damage ist in Ordnung. Okay, auch kein Glück gehabt. Halt nicht immer Glück haben, ne? Ja, komm, machen wir den jetzt hier kaputt. Bam! Und diese Basen gehören uns. Yes, Mann.
Ein war. Ah, ich hätte Vierer ein sollen. Na, egal. Bombe time! Und noch ein Jagdpanzer. Why not? Ganz wichtig ist da oben. Cap unterbrechen. Na, aufhalten. Können wir jetzt noch nicht. Aber einnehmen wird das nicht. Einnehmen wird das nicht. Oh, gleich gibt's schon wieder einen Schneesturm. Vielleicht sogar die Winterwut, weil ich wieder so viel destroye, dass sich die Gabelleiste wieder so krass füllt. Weiß ja nie. Ah! Nicht aufgepasst. Egal. Aber der Rückschlag war. Ja, wobei. Ist ein Titanpanzer, ne? Crap, Mann. Ey, der verdient halt so viel Geld, ne? Der kann halt die teuren Einheiten spammen. Und kann mir halt Einhalt gebieten. Finde ich nicht so cool. Ja, die Join war definitiv. Alles nicht so, wie ich mir das vorstelle, Freunde. Ist mir egal, ich will den scheiß Kampfpanzer loswerden, der ist mir zu stark, Mann. Fangen wir an, das zu besetzen. Olaf hat ein U-Boot, ey. Ich werde eh keine Wassereinheiten bauen. Was soll ich mit Schiffen? Ja gut, ein Schlachtschiff. Ey, ein Schlachtschiff wäre echt nicht schlecht, aber solange das U-Boot hier steht, kann ich das halt benutzen. Vielleicht ist das der Sinn des U-Boots. Einfach, dass ich kein Schlachtschiff produzieren kann. Man weiß ja nie. Was er sich da so denkt. Noch ein Panzer. Das sind halt jetzt die Flak Destroyer. Anderen Sinn haben die jetzt nicht. Was? Guck mal! Die Winterwut ist schon wieder fast voll. Was ist das für ein brokener Scheiß? Hä? Nächste Runde ist sie auf jeden Fall voll. Scheiße. Das ist doch kacke. Wisst ihr was? Jetzt gibt's eine Gabe. Recht gute Offensive. Aber meine ist auch nicht schlecht. Hey, seriously, was ist das denn für eine Kacke? Olaf ist ja blöder als Gegner geworden. Genauso nervig wie Drake, Mann. Man verliert ja im Winter auch schneller Benzin. Insofern ist es ja ein bisschen Drake-mäßig. Ist doch zum Kotzen, Mann. Kein Glück. Das war klar. Hier wird es jetzt wichtig, dass wir den Raketenwerfer targeten. War gut. Das war scheiße. Gucken, wie es hier aussieht. Auch nicht so berauschend. Ne, lass ich jetzt extra da drin. Hier allerdings nicht. Boah! What the fuck? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? What is this? Fast ein One-Shot mit einem Jagdpanzer auf dem Transportil. Das war nicht mehr normal. Das war ein richtiger Nell-Lack. Wow. Das war richtig gut, Mann. Zerschießen wir jetzt den Jäger. Goodbye. Und jetzt gibt's wieder einen richtigen Rückschlag. Blue Moons Winter machen uns stark. Und der hat die Bomber gleich wieder ready. OMG. Der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Und das Movement ist so eingeschränkt jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ekelig, ne? Sie geschwächten die Tampats, sie waren am Anfang gar nicht so geschwächt, aber zweimal Winterwut und schon sind sie richtig useless geworden. Doch zum Kotzen, Mann.
kann nichts machen mit dem Bombmann. Kein Movement mehr, ey. Ah, das ist ja echt nervig. Ich kann mich kaum noch fortbewegen. Scheiß Schnee, Mann. Oh, meine Fresse. Ich hätte den Panzer sonst so zerstören können, ne? Jetzt nicht. Mit Schnee. Olaf Schnee. Alter, ist das ein Scheiß. Na gut, hier ist eine Straße, da kann man sich halt selbst bei Schnee noch immer gut bewegen. Jagdpanzer, Geld sparen, ne? Das war ein schwacher Zug von mir, aber was soll ich machen? Ich kann mich nicht bewegen. Alter, ey. Der Bomber kommt auch wieder. Meldet sich wieder zum Dienst hier. Na, ich sollte mehr Infanterie bauen. Sonst kriege ich das Hauptlager nicht eingenommen. Na, wobei. Können ja joinen. Nur noch ein paar Infanterieeinheiten hier stehen. So ist es ja nicht. Dieser Bomber kann auch sogar den Raketenwerfer erreichen. Sehr gut. Na, jetzt habe ich natürlich Bomber aufs HQ gestellt. Suboptimal gewesen. Aber ist in Ordnung. Und den hier kaputt. Dann stelle ich hier hin, greife einfach just so vorne das Ladeboot an, blockiere hier mit den Airport. Der Panzer muss auf jeden Fall angegriffen werden. Und dann kann ich den hier mit zerstören. Wollen wir hier den neuen Mech angreifen, der unschädlich gemacht wird. Können den hier schwächen. Vielleicht Luck? Yes, Luck. Hier wieder das. Und jetzt das hier blockieren. Ja, das war's. Ist gelaufen. Wir haben Olaf besiegt. Aber war trotzdem nervig. Dank Winter Rage. Seriously. Lustig war das nicht. Haha, jetzt können wir sogar das U-Boot angreifen. Ich mach jetzt mal was Verrücktes. Ich weiß, sehr verrückt. Hey, Schlachtschiff. Das ist aber schon ein bisschen verrückt. Ja, der Bomber kann es gleich wieder reparieren lassen gehen. Haha. Nochmal Winter? Nee. Er spart wieder für Winter Rage. Oh. Das U-Boot verpisst sich. Ja, ja, weil ich jetzt das Battleship gebaut habe. Ich voll Idiot. Na gut, lass es halt im Hafen stehen. Was soll's. Erhöhte Defense Boost. Und natürlich mehr Luck, klar. Aber mir geht's jetzt um die Defense Boost. Sehr gut. Schnappen uns den hier. Wow, one shot, nice. Na, ein paar Züge brauchen wir noch, bis wir es eingenommen haben. Muss man einfach so sagen. Aber der Tag wird kommen. Der Tag wird definitiv kommen. Blockieren das hier mit dem useless Neo-Tank, der eh nichts mehr wirklich was ausrichten kann. Genauso hier mit dem Bomber. Auch nichts mehr bringt. So, das war's für Olaf. So gut wie jedenfalls. Stellen wir hier hin. Er wird einen Defense Boost. Und dann soll er mal kommen mit seinen Streitkräften. Ich warte auf ihn. Ein bisschen amüsant, ne? Baue ich extra einen Kreuzer. Ja, was soll's. Lasst mich mal in Spaß. Oh, Winter Rage. Ich greife dir jetzt nicht mehr an, weil dann fülle ich nur die Gabe und das muss echt nicht sein jetzt. Ah, dann darf ich den Kreuzer jetzt gar nicht benutzen. Na, mach ich's halt nicht. Dim, 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 dim. How to protect your battleship. Lesson 1.
put a transportcopter in front of the battleship. Why not? Joinen wir die. Haben wir es auf jeden Fall. Ich werde jetzt hier nichts angreifen. Weil, ihr wisst es. Sonst gibt's Winter Rage, aber wir können hier wieder ein bisschen trollen. Beam, beam. Und hier. Infanterie. Ja. Seine Gabe nehme ich nicht voll. Das hat uns wieder echt richtig genervt. Und schon wieder verloren. Versuchen wir noch ein paar Einheiten zu zerschießen. Just for fun. Ja, der Kreuzer hat jetzt seinen großen Auftritt. Goodbye, my lord. Das U-Boot kam echt nochmal zum Einsatz ganz am Ende. Jawohl, das war jetzt unnötig. Zerschießen wir einfach noch ein paar Einheiten. Ich mach's immer gerne. Können noch den hier erreichen. Oh, schade. Gut. GG, Olaf. Olaf hat mal wieder gegen Nell verloren, wie immer. Ranges? Was willst du mehr? Na gut, Nell ist aber auch wirklich gut. Trotzdem. Die Schlacht ist halt schon ein bisschen schwieriger. Er hat Marine und Luft und man selber hat am Anfang nichts. Im nächsten Part gibt es die Kamminsel gegen Kit. Das ist meiner Meinung nach eine der schwierigeren Missionen, weil es ist eine Engpassschlacht mit Wäldern und Engpässen und da kommen natürlich seine Distanzwaffen richtig gut zum Vorschein. Ich weiß nicht, was ich da mache, ob ich selber Kit gehe oder... Wäre halt eine Möglichkeit. Eine ziemlich gute Möglichkeit sogar. Ich denke so, dass ich jetzt machen werde, ein Kit-Ditto. Why not? Ah, ich denke, ja, ich würde selber Kit nehmen. Edda wäre hier auch gut gewesen, aber die haben wir schon benutzt. Sturm ist hier gut, aber Sturm will ich noch nicht feiern. Ja, ich werde mal sehen, wenn ich hier nehmen werde. Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr mich gerne vorbeisehen. Ansonsten sehen wir uns wieder nächstes Mal. Bis dann, ciao und danke fürs Ansehen. Macht's gut, haut rein.